So, hallo. Fortnite hat ja wieder ein etwas größeres Update, aber ich weiß nicht, ob da sich jetzt viel geändert hat. Meistens passieren dann nur Dinge im Hintergrund. Jedenfalls deswegen starten wir schon hier. Falls irgendwas kommt, was Neues, dass ihr gleich das seht. Es kommt was. Und ohne Ton. Ah. Naja, einige neue Elemente, okay. Einige neue Elemente, okay. No Sweat Summer. Okay. Tretet in Bootsrennen gegen Freunde an, absolviert Aufträge für kostenlose Belohnungen, stimmt beim Wiederaufbau von Tilted Towers ab oder zelebriert den Sommer mit Emotes. Eieiei, okay. Gut. Gut, 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 gut. So. Video haben wir gerade gesehen, passt erstmal. GeForce Now. Was ist das? Spielt Fortnite vor dem 4. August über GeForce Now auf der. Okay, keine Ahnung. Was? Ich weiß nicht, was GeForce Now ist. Auf der GeForce Now App oder auf einem mobilen Gerät oder Desktop-PC per Browser. Okay, keine Ahnung. Egal. Jägerin Charlotte, holt euch Saphir Hagiri-Auftragspaket und schließt Aufträge ab. Nur wenn das nichts kostet. Okay. Update zur Null-Bauen-Arena. Der Schutzschildraub ist jetzt auch in der Null-Bauen-Arena vorhanden. Das Eliminieren gegnerischer Spieler füllt nun sofort euren Schutzschild auf. Okay. Meinetwegen. Kann man hier mehr erfahren? Ah, oh, nee, das führt mich auf eine Webseite. Nee, wollte ich nicht. Nee, tschüss. Okay. Gut, ja dann raus da und wir gucken mal, was eins an. Später. So. Und wir gucken mal, was jetzt hier an Aufträgen auf der Seite aufgetaucht ist. Denn das ist ja immer das Spannende. Nehmen wir auf? Ja, gut. Let's go. Okay, ja, also. Erstmal gucken wir ganz kurz wöchentlich durch, weil da sollte jetzt Woche 7 da sein. Genau. Aus Woche 6 fehlt uns noch einfach so eine dumme Frucht zu pflücken. Das ist bisher noch nicht gelungen. Woche 7. Es ist nur bei mir so laut. Wartet mal kurz. Nein, das ist das Falsche nicht. Ich wollte nicht mein Internet kappen. Ja, es ist bei mir so laut. Moment. Ihr habt normale Lautstärke gehabt. Ah ja, jetzt brüllt es auch nicht mehr. Gut, behalte die erste eingesammelte Waffe in deinem Inventar, bis du unter den letzten 20 Spielern bist. Gut, easy. Läuft automatisch durch. Ich muss nur dran denken, die Waffe zu behalten. Dreh dich in der Luft um 360 Grad, während du von einem Wolf oder einem Wildschwein absteigst. Okay, das klingt auch jetzt nicht sonderlich schwierig. Aber interessante Idee. Durchbrich gegnerische Schild. Ja, gut, das passiert auch automatisch, wenn man sie halt angreift. Ist in Ordnung. Füge Gegner, die sich in der Luft befinden, Schaden zu. 0 von 1. Also heißt es ein einziges Mal einen Gegner in der Luft treffen. Ich meine, das wird interessant genug, weil man den Moment erstmal erwischen muss. Aber auch das, was einfach automatisch irgendwann mal zufällig passiert. Ist in Ordnung. Schaltet die Musik bei Wave Cave aus. Gibt es da irgendwelche Positionen, weil da 0 von 3 steht? Okay, keine Ahnung. Interessant. Musik ausschalten. Da gibt es bestimmt irgendwelche Lautsprecher, die man ausschalten kann oder sowas. Oder man muss die Leute da erschießen. Keine Ahnung. Ach, hier, die Lautsprecher sind laut, ja. Oder die Lautsprecher kaputt machen. Das würde auch gehen. Wirf unterschiedliche aufsammelbare Verbrauchsgegenstände im Verlauf eines Matches. Unterschiedliche aufsammelbare Verbrauchsgegenstände werfen. Okay. Sowas wie Granaten oder was? Drei Stück oder so. Keine Ahnung. Zerstöre Gebäude mit einem Kugel. Okay. Also alles sehr, sehr simple Sachen. Nichts, wo man jetzt ewig Aufwand braucht. Finde ich gut. Täglich nicht so spannend, aber können wir kurz gucken. Kassen werden wir automatisch machen.
Kopfschuss mit DMR, okay. Und Barren an Tankstellen ausgeben. Das werde ich eher weniger. Dann eher was anderes hier. Ist ja auch nur noch für das hier oben. Das ist nicht so dramatisch wichtig. So, was haben wir jetzt hier? Das geht noch eine Woche, 6 Tage. Also, da sollten wir uns ranhalten. Was ist das? The Block Wiederaufbau. Eliminiere... Hallo, was? Phase 1 von 5. Eliminiere gegnerische Spieler während des The Block Wiederaufbau-Events. Läuft das automatisch dann oder wie? Einfach Gegner eliminieren. Oder was? Stimme mit Barren für Bauprojekte bei The Block ab. Mit Barren. Okay. Will mein Geld aber nicht hergeben. Nein, ist egal. Überlebe Sturmphasen während des The Block Wiederaufbau-Events. Also auch einfach jetzt halt spielen. Okay, das ist erstmal der erste Teil. Ja gut, kann man mal machen. No Sweat Summer. Ach, du grüne Neune. Jeden Tag gibt es einen neuen No Sweat Summer Auftrag. Okay, was haben wir denn hier? Lass einen Charakter mit einer Boogie-Bombe tanzen. Okay, ja. Muss ich so eine Boogie-Bombe halt wieder finden. Sammle ein No-Sweat-Schild auf. Okay, die sind an speziellen Orten. Okay, beim Beach und beim... Ja, okay, ergibt Sinn. Da, wo gefeiert wird, sind die. Alles klar. Schließe eine Runde auf der Motorboot-Rennstrecke nach dem Start-Countdown ab. Also kann man da wirklich einfach Rennen fahren, selbst im normalen Modus oder was oder wie? Okay, keine Ahnung. Klingt aber interessant. Springe während des No-Sweat-Summer-Events aus dem Schlachtenbus ab und lande auf der Insel. Also ja, das passiert jetzt ja automatisch. Okay. No Sweat Marketing. Benutze Türklingeln, bis sie kaputt gehen. Okay. Bleib während der Fahrt mit einem Motorboot 3 Sekunden in der Luft. Ja gut, das ist so ein Sprung. Kriegen wir hin. Setze ein Emote bei verschiedenen Werbetanzflächen Standort. Okay, ja, alles klar. Gut, ja. Sind das jetzt spezielle Sachen, die ich starten muss? Oder kann ich ganz normal in mein Null bauen reingehen? Oder gibt es jetzt sozusagen für No Sweat Summer und so gibt es jetzt eigene Kategorien zum Starten? Wait, ich bin hier falsch. Es ist doch jetzt leichter. Moment, zurück. Escape. Es ist doch jetzt leichter. Man kommt doch jetzt hier irgendwie, genau. Null bauen. Ne, das ist einfach nur Null bauen, Team Solo, bla bla bla. Modus aus. Ne, das ist nicht hier. Wo sind die normalen Modi zum Ändern? Wieso komme ich über kürzlich gespielt? Ach, hier, von Epic. Battle Royale, Null bauen, Kreativ, pures Gold, Rette. Okay, was ist denn pures Gold? Alle Waffen sind legendär. Ah, verstehe. Rettet die Welt, Gruppenkeile, Hochstapler, Hochstapler, Kampflabor. Nein, okay. Also es gibt keinen Modus, der jetzt das angeht. Hier ist No Sweat Summer. Aber das ist jetzt nicht... Das sind jetzt einfach nur wieder vorgestellte Minispiele. Das ist jetzt nichts, wo ich ein Minispiel von denen spielen muss, ne? Könnte aber sein, dass... Oh, das könnte sein. Dass im Laufe der... Ja, das könnte ich mir vorstellen. Dass im Laufe dieser Missionen hier... im Laufe dieser Missionen, dass hier dann die Minispiele auftauchen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Egal. Wir haben genug gequatscht. Wir gehen jetzt erstmal ran. Da wollte ich nicht hin. Nein, da wollte ich auch nicht hin. Ich will auch nicht nach einer Gruppe suchen. Lass mich in Ruhe. Nein, ich will das alles nicht. Hilfe. Nein, ich will das auch nicht. Komm ich hier? Lass mich einfach wieder raus. Komme ich in mein Menü zurück? Ach, hier oben, Spiel. Guten Morgen. So, wir starten einfach und gucken, was passiert. Bis gleich. Wie konnte ich nochmal pausieren? War das Plus? Habe ich da Plus gedrückt? So, es war Plus und jetzt sollten wir uns wieder sehen, ne? Ja, jetzt sehen wir uns wieder. Gut. Also, wenn ich alles richtig verstanden habe, ist jetzt einfach das Aussteigen aus dem Bus alleine ist schon eine Mission. Oder so ähnlich. Okay, wir probieren gleich mal in Wave Cave die Musik aus. Oder was machen wir denn? Ne, wir fahren gleich mal so ein Bootrennen. Das war da drüben. Ne, wo war denn das Bootrennen? Hilfe? Da drüben war das. Da drüben war das Bootrennen. Wir gehen da gleich mal hin. Mal gucken, ob das hinhaut. Aber ich sehe gerade nicht, ich muss gleich das Fenster verschieben.
Ich sehe zu wenig von OBS. Ich sehe gerade ein bisschen zu wenig von OBS. Und dann... Okay. Der Tilted Towers Wiederaufbau heizt sich auf. Kühl dich ab bei der No Sweat Summer Strandparty, gesponsert von No Sweat Insurance. Strand nicht garantiert, Abkühlung nicht garantiert, Spaß nicht garantiert. See No Sweat Insurance AGB für Details. Wir arbeiten dran. Okay, hier ist tatsächlich richtig Party. Hier ist tatsächlich richtig, richtig Party. Oh mein Gott. Das Ding war letztens noch eine Baustelle, ich erinnere mich. Oh ja, ich erinnere mich. Okay, und hier irgendwie musste man auch tanzen oder irgend sowas? Ja, guck mal, hier, Spring-Event des NoFit-Events, jetzt haben wir das schon. So, wie kann ich jetzt tanzen nochmal? Was waren das für Tasten? Ah, perfekt. Ist das richtig? Zählt das als Emote? Scheinbar nicht. Vor allem, nicht an, vor allem wahrscheinlich nicht der richtige Ort. Das war safe nicht der richtige Ort. Okay, schwierig. Wo muss ich das machen? Ich muss mir das markieren. Ich muss mir das markieren. Wo ist denn das? Emote setzen. Ah, da drüben. Ach, auf dem Ding muss ich tanzen. Okay. So, die Waffe behalten wir jetzt, bis wir unter den besten 20 sind. Yay! Okay, ist in Ordnung. Kann ich das gleich nächstes starten? Oder muss ich das jetzt... Ach so, ich muss jetzt auf ein anderes. Okay. Hier zum Beispiel. Dann tanzen wir doch hier nochmal eine Runde. Das hat nicht gezählt. Heute bin ich hier falsch. Oder hier. Weil jetzt taucht das andere Emote nicht auf, was ich... Hä? Nee, ich... Hallo? Wie kommt jetzt dieses Tanz-Emote wieder her? Ich hatte das doch gerade. Das ist es alles nicht. Ach, da vorne drauf. Ah, auf den Dingern. Ich war an der falschen Stelle. Und hier taucht jetzt nämlich dieses spezielle Emote auf. Ja, okay. Das muss es sein. Gut, ja, dann haben wir das jetzt gemacht. Ist in Ordnung. So. Da springen die Fischis. Das sind mehr Waffen. Ich muss mir immer noch merken, die hier mit der 48, also die da hier, die Stachler-Maschinenpistole habe ich als erstes gehabt. Die darf ich nicht hergeben. Die darf ich nicht hergeben. Alles andere kann ich hergeben, aber die nicht. So. Und wenn es doch passiert, ist es halt so. Ist ja dann auch natürlich auch kein Drama. DMR können wir ersetzen. Sehr schön. Den können wir gleich mal zu uns nehmen. Okay. So. Dann... Ne, ich will bei dem Rennen mitmachen. Wie komme ich jetzt zu dem Rennen dahin? Da brauche ich wahrscheinlich erstmal ein Boot. Okay, da ist ein Boot. Fahren wir mal eine Runde zu dem Rennen hin. Das ist irgendwo da um die Ecke gewesen. Das hier ist so ein Checkpoint wahrscheinlich, ja. Wo ist der Start von dem Rennen? Da drüben. Oder? Hoppala. Ist das hier der Start von dem Rennen? Oder wie oder was? Oder wie, wie? Nee, ja, das ist schon eine Art Start, aber wie startet man das jetzt? Wie genau lautet die Mission? Wie genau lautet die Mission? Schließe eine Runde auf der Motorrad nach dem Start-Countdown ab. Aber kommt der nur manchmal? Oder wie ist das? Also hat man es dann jetzt schon... Hätte man das eher machen müssen, oder? Oh! Oh, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Wir legen los. Das taucht wahrscheinlich, das startet wahrscheinlich manchmal einfach. Let's go! Okay, eine Runde. Wir werden jetzt gleich ziemlich sicher das Problem haben, dass wir in die Dings reinfahren werden. In die Zone. Aber, also, aber es ist egal, weil... Für die Mission. Ihr kennt mich. Ich will mal ein bisschen Gas geben hier.
funktioniert. Oh, vielleicht schaffe ich es auch gleich in der Luft zu bleiben. 3 Sekunden. Oh, das ist okay. Für 3 Sekunden braucht man schon etwas länger. Muss noch ein bisschen größere Sprünge machen. Schätze ich mal. Aber ist okay. So, wo muss ich jetzt lang? Da lang, wa? Okay, jetzt da rein. Okay. Oh, jetzt wieder ein Sprung. Ah, das sind keine 3 Sekunden. Ich glaube, dafür muss ich noch ein bisschen mehr mich bemühen. Aber zählt er das gerade überhaupt? Also, ich hoffe, der zählt das. Aua. Hätten wir jetzt theoretisch die Runde geschafft? Das hat ja gut funktioniert. wir haben eine Runde abgeschlossen, theoretisch. Aber ich weiß nicht. Muss ich das irgendwie auslösen, dass ich das mache? Ich habe keine Ahnung. Muss ich das irgendwie auslösen speziell? Ich weiß es echt nicht. Egal. Das hat schon mal nicht funktioniert. Also ich denke auch, die müssten dann leuchten, wahrscheinlich diese Dinger da. Keine Ahnung. Was ist da drüben los? Ist das die Zone? Nee, was ist das? Doch, das ist die Zone. Da ist aber noch mehr. Also da ist auch noch so Party, aber die Zone ist auch scheiße. Die Zone ist auch gerade am Start. Oh, das ist jetzt nicht so gut mit dem Treibstoff. Schwierige Momente. Füge Gegner, die sich in der Luft befinden, Schaden zu? Abgeschlossen? Wie? Trage das No Sweat Schild. Was soll ich da... Warte, ich hab's nicht gelesen. Muss ich das da rüberbringen? Ah! Okay, auch Auftrag abgeschlossen. Frosteis in Waffel, gewöhnlich. Ist das was zum Werfen? Ist das so ein Verbrauchsding? Okay, kann ich nicht werfen. Jetzt habe ich... Oh, jetzt bin ich so ein Eisdings. Auch interessant. Ja, ich bin jetzt eh tot. Ist jetzt egal. Aber lol, ich habe einfach gerade, ohne irgendwas zu tun, habe ich einfach diesen Quatsch abgeschlossen von wegen... Weißt du schon, ne? Hier, mit dem Dings. Mit dem Schaden in der Luft. Keine Ahnung wie und warum, aber okay, ist in Ordnung. Problem ist, oh, wir kommen jetzt nicht unter die ersten 20. Das heißt, das mit der Waffe muss ich nochmal machen. Aber ist egal. Passt schon. Oh, schnell noch eine Maske mitnehmen. Jawohl. Nice. Das war 3 von 3. Easy. Sehr gut. Ja, wir sind gleich tot, ist aber wurscht. Oh nein, da vorne wäre schon die Zone zu Ende. Ich hätte es noch schaffen können. Oh, ich habe das nicht gesehen. Komm, dann schmeißen wir noch schnell 3 Verbrauchsgegenstände. Hat das gezählt? Nö. Sind Granaten dann keine Verbrauchsgegenstände? Ich habe es jedenfalls geworfen. So, ich wollte Fortnite noch ein bisschen verschieben. Wartet mal kurz. So, jetzt hier oben in die Ecke, dann sehe ich auch mein OBS besser. Sehr schön. Okay, wir gehen in die nächste Runde. Wir gucken mal, was wir da noch hinbekommen. So, da geht's gleich wieder los. Okay. Gut. Sollen wir das mit dem Bootrennen nochmal probieren? Aber ich habe das nicht ganz verstanden, wie und was und wo. Na. Ich denke, wir probieren jetzt mal die Geschichte mit den Lautsprechern da, weil das ist jetzt ein bisschen weiter weg. Dann könnten wir auch gleich versuchen, mit dem Kugler Gebäude zu zerstören. Das wäre vielleicht ganz gut. Was ist jetzt los? No Sweat Insurance kann Tilted Towers nicht ohne dich wieder aufbauen. Ja, ich... Na gut, könnten wir schon. Wir haben 8 Billionen Barren. Ich komme da aber schon noch hin. Noch mehr Privatshoppers. Ich komme da komm schon noch hin, Kollege. Mach ein bisschen Werbung für uns oder stimme für dein Tilted Lieblingsdesign. Ich komme da schon noch hin. Wenn du uns noch mehr Barren geben willst, schließe bei uns eine Versicherung ab. Gratis Partyartikel für Neukunden.
Chill deine Basis, danke. So, da drüben sind die Kugler, wie immer. Und ich glaube, wir sind diesmal hier ziemlich alleine, was ganz gut ist, weil man hier jetzt nicht so schnell hinkommt, wenn man da nicht hin möchte. So. Okay, das ist die DRM, ist meine Startwaffe. Muss ich dran denken, dass ich die nicht ersetze. DMR heißt das Ding. Naja, fast. Knapp daneben, ne? Ganz knapp daneben, aber ist auch vorbei. So. Okay. Klar. Ja, mein Gott, mach doch die Dinger kaputt. Zwölf von 20. Jawoll. 14. Gleich ist hier alles kaputt. Zumindest genug ist gleich kaputt. Jawoll, 18. ...19. Und das war's. Okay, gehen wir mal rein und gucken, ob wir die Lautsprecher ausgeschaltet bekommen. Oder was auch immer das damit auf sich hat. Da geht's rein. Okay, wo sind die Lautsprecher? Wo kommt die Musik her? Hier ist keine Musik. Zumindest höre ich spontan keine Musik. Ach, da vorne wahrscheinlich. Ja, doch, hier ist Musik. Ach, hier, die Lautsprecher, oder was? Kann man die kaputt machen? Ja, lol, okay. 1 von 3. Na gut, dann machen wir halt die Bühne kaputt. 2 von 3 und dann wahrscheinlich das Ding noch. Oh, das war easy. Ist okay. Gut. Haben wir jetzt irgendwie Verbrauchsgegenstände, die ich werfen kann? Also kann ich das werfen? Ich meine, das ist ein Verbrauchsgegenstand, aber den kann ich ja nicht werfen oder so. Das kann ich ja nur kommen. Oh, ich kann das werfen! Ich wusste das nicht. Ich muss die rechte Maustaste klicken, dann kann ich werfen. Hat das jetzt gezählt eigentlich? Okay, das kann ich nicht werfen. Ah, ja, ja, wollte ich nicht. Interessant. Aber das kann ich werfen. Ja, aber hat das jetzt gezählt? Hä? Moment, wo ist die Mission? Oh! Was? Achso, Überlebender. War das bei wöchentlich mit dem Werfen? Ach, unterschiedliche! Okay, okay, ich muss andere Sachen noch sammeln. Ist in Ordnung. Den einen habe ich jetzt geworfen, der hat gezählt, aber ich muss noch andere werfen. Ja gut, aber dann kann ich ja die ganzen Tränke, genau. Die ganzen Tränke und so Zeug kann ich ja werfen. Ist ja dann alles easy. Ja, zum Beispiel den da, ne? So, dann ersetzen wir den jetzt und werfen den eine Runde. Hui! Ich wusste nicht, dass man das kann. Das ist ja voll witzig. Das wusste ich echt nicht. Okay. So, immer noch aufpassen. Die DMR darf ich nicht wegschmeißen. Auch wenn sie grau ist und somit eigentlich nicht behalten werden würde. Aber ich darf sie nicht wegschmeißen. Harpunier.
Haben wir noch irgendeinen Verbrauchsgegenstand? So einen kleinen Trank vielleicht noch? Ja, also einen kleinen Trank werde ich auf jeden Fall in der Zeit irgendwo herbekommen. Wo ist die Kiste? Ich höre eine Kiste. Da ist mein Kugler. Den brauche ich dann gleich, wenn es hier ab, wenn ich hier raus muss. Ach, da unten ist die wahrscheinlich drin, ne? Na gut, da will ich eh hin. Ah! Oh, was das ist eine Boogie-Bombe. Die muss ich auch einsetzen und einen zum Tanzen bringen. Dann ersetzen wir mal das Kampfsturmgewehr mit der. So. Kann ich mich damit eigentlich auch selber zum Tanzen bringen? Zählt das dann schon? Okay, jetzt erstmal kurz den Kollegen werfen. Hui! So, Mission erfüllt. So, kann ich mich selber zum Tanzen bringen? Nein, okay. Wäre auch zu leicht. Das wäre auch zu leicht gewesen. Okay, aber das muss ich einfach nur auf einen drauf. Oh, ich muss weg. Jo. Wir machen schon einen Abflug. Ist in Ordnung. Ich muss erstmal wieder rauskommen. So. Und dann ab dafür. Das ist nicht ab dafür. Und jetzt raus hier. Hui! Ja, schaffen wir, easy. Alles gut. Alles gut, wir kommen hier raus. Ich darf mich nur nicht noch aufhalten. Wenig Akku, okay, das ist nicht so gut. Aber es reicht schon noch. So, gleich sind wir da. Oh, die bewegt sich immer noch. Ups, sehe ich jetzt erst. Ja, okay, ist nicht optimal gelaufen, aber ist in Ordnung. Oh je, wir sind gleich tot. Okay, raus da. So, schnell heilen. Da drüben ist ein Spieler. Ich hoffe, der tötet mich nicht gleich. So. Und dann schon mal die Boogie-Bombe auslösen. Ich will ja nur jemanden zum Tanzen bringen. Mehr will ich gar nicht machen. Muss nur jemanden zum Tanzen bringen. Ah, wir können jetzt aber gleich mal hier die paar Missionen von Tilted Towers machen. Oh, guck mal. Hier sind so viele Barren. Das ist ja... Ach, weil da jemand die Kasse geplündert hat und da nichts wollte. Ja, okay. Wer nicht will, ne, der hat halt meistens schon. Okay, die nicht ersetzen. Die nicht. So. Und so. So ist gut. Wo hat der Typ denn Spaß? Ist der über mir? Der ist über mir. Tanz! Oh, der hat auch so ein Ding. Schild gebrochen. Nice. Aber irgendwie... Oh. Ich wollte... Aber irgendwie habe ich jetzt gar nicht den, die Mission bekommen, dass ich den zum Tanzen gebracht habe. Kann das sein? Habe ich mich da irgendwie vertan? Ich dachte, ich muss den zum Tanzen bringen mit einer Boogie-Bombe. Habe ich da irgendwas verlesen? Muss ich gleich nochmal gucken, wie genau die Mission lautet. Okay, eine Runde machen wir noch. Kann natürlich sein, dass man das an einem speziellen Ort machen muss. Na? Mal kurz gucken. Lass einen Charakter mit einer... Ach, einen Charakter! Keinen Gegner. Ich bin ein Doom. Ich bin ein Doofkopf. Okay, ja, alles. Ja, das ist ja noch leichter dann. Ups.
Das ist ja dann noch leichter. Okay. Okay, ist in Ordnung. Ich bin doof. Alles gut. So, wo müssen wir denn jetzt da noch hin? Was haben wir denn angefangen? Bleibe während der Fahrt mit einem Motor. Ja, das 3 Sekunden in der Luft, das habe ich noch nicht so ganz. Ah, die Tür klingeln. Komm, wir gehen mal Türklingeln klingeln. So, muss ich das... Bei wie viel muss ich das denn machen? Ja, keine Ahnung. Wir gehen mal hier klingeln. Da ist auch Darth Vader gleich in der Nähe. Nicht, dass ich da hinwollen würde, aber hey. Oh, da sind jetzt aber einige runter. Das ist nicht so gut. Dann starten wir mal hier drüben oder so. Das ist jetzt nicht die beste Option zum Starten, zugegebenermaßen. Ja, weil hier sind jetzt halt auch... ach, das ist dieser Platz. Nee, das ist alles nicht gut zum Starten. Ich wollte hier gar nicht in der Form hin. So, wir gehen erstmal schnell hier rein. So, schnell hier hoch. Okay, die erste Waffe ist... Ja, jetzt weiß ich nicht. Habe ich die grüne als erstes oder die andere als erstes gezogen? Ich versuche sie mal beide zu behalten, würde ich sagen. So. Ich weiß nicht, welche als erstes gezogen habe. Die Feuerwerke oder die da. Also, keine Ahnung. Ich versuche es einfach beide zu behalten. Hier wäre schon ein Charakter übrigens. Haben wir mit dem schon mal gequatscht? Könnten wir eigentlich auch schnell mal machen. Wenn wir schon hier sind. Wo ist denn der Charakter hin? Bin ich doof? Hier. Nee, haben wir noch nicht gequatscht. Niemals. Cool. So. Oder doch? Kam jetzt nicht als neuer Charakter rein. Naja, ist egal. So. Okay. Scheiße, welche grüne ist denn jetzt die, die ich ersetzen kann? Jetzt habe ich 2 grüne. Ah, schwierig. Wahrscheinlich habe ich die falsche jetzt rausgeschmissen, aber dann ist es halt so. So. Okay, wir sind an sich gut ausgerüstet. Die Frage ist nur... Eigentlich will ich hier ja gar nicht sein. Komme ich hier raus, ohne Ärger zu machen, zu bekommen? Oh, Kasse plündern. Das ist jetzt nicht so gut. Jo, das war nicht so gut. Na komm, eine Runde machen wir noch. Das hat nicht so viel gebracht gerade. Das hat nicht so viel gebracht gerade. Aber ist okay. Bis gleich. So. Lasst uns mal ganz kurz, bevor hier Stress ist, so. Lasst uns mal ganz kurz durchschauen, was jetzt noch fehlt. Also die Motorbootstrecke und die Boogie-Bombe. So, das ist aber klar, wie das geht. Das ist nicht das Problem. Türklingeln habe ich mich doch etwas ablenken lassen. Hat nicht funktioniert. Okay, in der Luft bleiben. Gut. So, das ist das hier oben. So, jetzt vom Aufbau her haben wir fast gar nichts gemacht. Nur eliminiere gegnerische Spieler. Haben wir jetzt erst einen, aber das ist halt einfach automatisch. Überlebe Sturmphasen. Aber wieso läuft es noch nicht? Ach nee, das ist... Ah, das baut sich immer weiter auf. Wir hatten das erst bei 0 von 5. Jetzt haben wir 0 von 15. Okay, also das ist auch was, was einfach automatisch läuft. Ah, und dann muss ich hier auch 900 Barren und dann wahrscheinlich mal mehr Barren abgeben. Okay. Weiß ich nicht, ob ich das so fühle. Hier fehlt aber auch nicht mehr viel. Oh, wir sind... Oha, wir sind schon unterwegs. Huch. Ja gut, hier oben war doch auch irgendwo eine Türklingel. Warte, wo war die Türklingel? Genau da. Da will ich hin. Da drüben ist das. Okay, gehen wir da hin. Na, da gehen auch wieder andere runter. Blöd. Schwierig.
Und was starten? Wir starten bei der Kiste da und dann arbeiten wir uns durch das Labyrinth nach vorne. So machen wir es. Gleich wieder gucken, welche Waffe ich als erstes einsammle. Geht die da hier? Es wäre schon peinlich gewesen, wenn ich jetzt drauf bin. Oha, ich darf, jetzt habe ich da null Schuss. Aber ich verliere sie nicht. Okay, das ist gut, ich verliere sie nicht. Sie ist noch da. Was ist das denn? Erstschuss-Schrotflinte. Kenne ich gar nicht. Sieht interessant aus. Okay, neue Waffen gibt es also auch. Okay. So. Aber ich wollte, eigentlich war doch da so ein Trank. Den wollte ich eigentlich noch zu mir nehmen. Wo ist jetzt der Trank hin? Den wollte ich eigentlich noch zu mir nehmen. Jetzt ist der weg. Oder ist der... Hä? Ach, das war wahrscheinlich kein Trank. Das war wahrscheinlich dieses komische Ding. So, weg damit. Ach lol, damit kann man das auch... Ah, mit dem Werfen kann man das auch fern aufbauen. Ich habe das nie verstanden. Okay, das ist interessant. Ja, ist in Ordnung. So, aber eigentlich wollte ich klingeln. So lange klingeln, bis die Klingel kaputt geht. Da sehe ich mich. Einfach Klingelstreiche hier machen. Oh, scheiße. Okay, was ist diese Erstschuss-Schrotflinte? Die muss ich jetzt rausfinden. Klingt so, als wäre der erste Schuss der krasse und dann keine Ahnung. Yo. Ist der Typ jetzt noch da oder ist der jetzt zur anderen Seite abgehauen? Faustfeuerpistole. Klingt auch interessant, vor allem weil sie blau ist. So, wo muss ich jetzt klingeln? Hier ist die Klingel. Scheiße. Es geht schief. Ich sollte klingeln. So, komm. Okay, eins von drei habe ich kaputt gemacht. Okay, was immer die Waffe gemacht hat, sie war nicht gut. Aber wir haben eine Klingel kaputt gemacht. Okay. Gut. Gut, zwei Klingeln noch. Und wir haben den Gegner eliminiert. Stimmt auch, das haben wir gemacht. Okay, oha, die haben ja alles angezündet. Kann man auch mal machen. Gut, ja, dann im nächsten Part mehr davon. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.